Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Wir haben zuletzt unser Zuckerrohrfeld angebaut und das sprießt hier vor sich hin. Also im Sekundentakt kommen hier eigentlich neue Pflänzchen hinzu und wir können ernten, ernten, ernten. Das ist doch eigentlich ganz toll, oder? Das ist eine wunderbare Sache. Und wozu haben wir das Zuckerrohrfeld gebaut? Natürlich, um unseren Zaubertisch mit genügend Bücherregalen ausstatten zu können. Und ich glaube, das werden wir jetzt mal angehen. Das heißt, wir werden schon mal Papierchen machen und die ersten Bücher und damit auch die ersten Bücherregale. Wobei so viel da jetzt auch noch nicht bei rumkommt. Aber zumindest ein bisschen und das Zuckerrohr wird wachsen und wachsen und wachsen. Und da kriegen wir dann hoffentlich im Laufe dieser Folge noch ordentlich was zusammen. Ich glaube, wenn wir das alles ernten würden, dann, ja, dann, hätten wir auch schon genug zusammen, eventuell. Aber würde ich, glaube ich, ungern machen wollen, weil Zuckerrohr können wir auch später noch brauchen, wenn wir vielleicht eine Bibliothek in unserer Stadt bauen wollen oder was auch immer. Das kann man immer ganz gut brauchen, deswegen so eine große Zuckerrohrfarm zu haben, ist vielleicht gar nicht verkehrt. So, was wollen wir heute außerdem machen? Wir werden natürlich wieder über ein Themachen sprechen und andererseits wollen wir uns heute vielleicht mal damit beschäftigen, wo wir das Nether-Portal hinbauen, denn mir ist die Idee gekommen, vielleicht habt ihr sie auch selbst schon in die Kommentare geschrieben, dass wir hier vielleicht Nether-Zäune verwenden könnten, weil die etwas dunkler sind und dann vielleicht etwas mehr wie, ja, verrostetes, schwarzes Metall aussehen oder sowas. Und das wäre vielleicht eine Option. Deswegen müssen wir uns überlegen, wo wir eben das Nether-Portal hinbauen. Und da habe ich, glaube ich, noch gar nicht so die krasse Idee. Wir könnten es natürlich außerhalb der Burg hier bauen und da hinten hin machen, wo wir eben wohnen. Das wäre eine Möglichkeit. Müssten wir halt immer ein Stückchen laufen, was jetzt auch nicht so mega geil wäre, aber es wäre zumindest eine Option. Und ich glaube, die würde ich dann tatsächlich so wahrnehmen. Übrigens, stimmt, wir könnten eigentlich Erdbeeren pflücken, ne? Und uns von Erdbeeren ernähren dann. Kann man die nicht sogar so essen? Ja, okay, gerade haben wir sowieso Hunger. Ne, okay, kann man nicht so essen. Die werden jetzt auch nicht mega viel auffüllen, aber solange wir kein anderes Essen haben, müssen wir uns eben irgendwie mit Erdbeeren begnügen. Passt schon, hoffe ich. So, dann lass uns doch einfach mal rübergehen und gucken, ob es da vielleicht ganz gut aussieht. Wir könnten natürlich hier auch, Barley, beziehungsweise, was war das, Gerste oder so, pflücken und uns davon ernähren. Wäre auch möglich, aber ich denke, Erdbeeren tun es erst einmal auch. Wir sollten halt nur nicht in die Hölle unbedingt aufbrechen, bevor wir nicht ordentlich was zu essen haben. Und mit Erdbeeren in die Hölle könnte vielleicht etwas gewagt, etwas gefährlich sein. Eventuell. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, gib mir mal hier auch noch die Erdbeerchis. Und hier haben wir noch Pferde. Sehr schön. Und Schweine. Könnten wir eigentlich auch mal dann züchten oder sowas. Könnten wir machen. So. Du hast kein Leder gedroppt. Habe ich das richtig gesehen gerade? Frechheit. Frechheit. Da hinten haben wir auch noch ein Pferd. Können wir auf dem Rückweg eventuell vorbeischauen. Da hinten haben wir noch Zuckerrohr. Da könnte man tatsächlich jetzt mal vorbeilaufen, bevor ich das vergesse. Und dann schauen wir uns hier so ein bisschen um. Höhlentour könnten wir auch irgendwann nochmal machen. Eieieiei. Ui, schick, schick. Fette Schlucht hier einfach mal in der Nähe. Kann man machen. Kann man machen. Hier haben wir auch Tintenfische, falls wir mal Tintenbeutel für irgendwas brauchen sollten. Ich glaube nicht, dass wir es tun werden. Aber kann ja alles sein, ne? Unmöglich soll nichts sein. So, dann gib mir mal mein Zuckerrohr. Viel ist es nicht, aber es ist zumindest etwas. Und Zuckerrohr können wir im Moment eigentlich ganz gut gebrauchen. Genauso wie Leder. Ich glaube, das reicht auch noch nicht, was wir da derzeit so haben. Wo geht's hier rein? Hier ist eine Sackgasse. Okay. Hier ist nichts weiter drin. Schade. Nicht mal ein bisschen Eisen oder so. Sehr, sehr schade. So, wo haben wir jetzt das Pony gehabt? Das könnten wir uns eigentlich auch nochmal holen. Man füllt immerhin eine Hungerkeule auf. So ein paar Erdbeeren. Das passt dann schon. Hallo, Pony! Schwimmt da unten. Ein Fisch einfach nur, ne? Glaube ich. So, jetzt ist die Frage, ob wir das Leder aufgesammelt haben. Absolut keine Ahnung. Ist im Wasser nicht so ganz klar erkenntlich gewesen gerade. Ein Feuerzeug haben wir jetzt auch, glaube ich, gar nicht dabei, ne? Aber vielleicht haben wir Feuersteine noch drüben. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht. Ansonsten haben wir vielleicht auch noch Kies drüben oder so. We will see, my friends. Droppst du Leder? Wer will dich töten? Droppst du Leder? Droppst du Leder? So Schlangenleder? Wäre schon cool. Fände ich gut. Ey, ich habe deinen Freund nur aus Spaß getötet, okay? Lass mich in Ruhe. Ich habe nichts Schlimmes getan. Aus Spaß darf man töten.
Ja? Das ist der Sinn des Lebens. Sinn des Lebens? Meine Güte, das ist ein sehr interessantes Thema. Was könnte der Sinn des Lebens nur sein? Wollen wir uns vielleicht über den Sinn des Lebens unterhalten? Wäre eine Möglichkeit, ne? Sinn des Lebens. Das Thema für die heutige Folge, habe ich mir gedacht, beziehungsweise wurde, glaube ich, vielleicht eher spaßeshalber von René auf Twitter vorgeschlagen, aber ich finde das eigentlich gar nicht mal übel, wenn ich ganz ehrlich bin. Gibt Schlimmeres. So wie ich jetzt hier zum 80. Mal innerhalb der letzten Folgen hier reingucke, oh, hier haben wir noch Erdbeeren, seht ihr, hat sich gelohnt. Knochen sind eigentlich auch nicht verkehrt, weil damit könnten wir die Kartoffeln nochmal schneller wachsen lassen oder sowas. Wäre auch nicht unbedingt schlecht. Hier haben wir einen Feuerstein, aber ein Eisen haben wir nicht mehr, ne? Okay. Oh, was? Wir haben hier noch 19 Bücher. Krass. Das hat sich dann tatsächlich gelohnt. Das sind dann nochmal 19 Leder im Prinzip, die ich gefunden habe. Damit sind unsere Chancen, den Verzauberungstisch fertig zu kriegen, extrem gestiegen. Hier haben wir noch Weizen. Und Karotten auch noch. Also wir haben hier schon durchaus noch ein bisschen was drin, ne? Was sich lohnen könnte zu verwenden. Nether Portal. Wo könnten wir das errichten? Errichten wir das echt hier? Hi. Na du? Du bist schon so ein kleiner Nether-Freaky, ne? Wir könnten es ja hier auf dem Balkon machen einfach. Passt schon. Ja, irgendwie gibt es hier nicht so die perfekte Stätte. Man müsste schon noch weiter nach unten graben, aber ich habe im Moment keine Lust, hier weiterzubauen. Deswegen weiß ich nicht. Bauen wir es wahrscheinlich nicht hier hin, sondern irgendwo in der Burg. Vielleicht bauen wir es auch erstmal provisorisch irgendwo hin und lassen es dann später umziehen oder so. Wobei natürlich die Frage ist, brauchen wir das Nether-Portal überhaupt? Aber ich würde ganz gerne Nether-Zäune haben, um mal zu gucken, wie das aussieht beim Torhaus. Ist zwar nur so eine Kleinigkeit, die uns viel, viel mehr Zeit kosten wird, als sie uns nützt, aber hey, wir haben nun mal die Zeit in unserem Leben, ne? Warum auch immer ich jetzt gerade in diese Richtung aufbreche. Aber erkunden können wir natürlich später auch irgendwann nochmal. Wir haben noch so viel zu tun. Wir haben aber auch noch so viel Zeit und auch noch so viele Dinge zu besprechen, denke ich mal. Also, ich glaube nicht, dass uns die Themen ausgehen werden. Da oben haben wir noch Pferde. Die snacken wir uns erstmal. Ganz, ganz klare Sache. Du brauchst mich gar nicht anfauchen, okay? Elisabeth. Beruhig dich. Beruhig dich, mein Fräulein. Und welcome auf Pferde Island. Droppt mir euer Leder. Droppt mir alle euer Leder. Und lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Danke. So, du auch nochmal. Hier, komm. Bats, Digga. Du hast gar nichts gedroppt, glaube ich. Das war nicht gut. Der Tod hat sich nicht gelohnt. Also, ihr müsst schon was droppen. Sonst war euer Tod umsonst. Und ihr wollt doch nicht in die Geschichte eingehen als das Pferd, dessen Tod umsonst war. Oder wollt ihr das? Ich bin mir da ja nicht so sicher, ne? Also, ich finde schon, man sollte... Der Sinn des Lebens ist, sich ein Leben aufzubauen, das einen Sinn hatte. Krass, ne? Könnte man so sagen. Ja, vielleicht können wir tatsächlich zum Thema mal ein bisschen kommen, was natürlich, wahrscheinlich, das schwierigste Thema des Lebens ist. Was ist der Sinn des Lebens? Da gibt es so viele Theorien, da gibt es so viele Ansichten, weil Theorien ist schon fast falsch, weil es wird keinen einheitlichen Sinn des Lebens geben. Sondern es wird eben verschiedene Ansichten von so einem Sinn geben. Und, ja, deswegen werde ich wahrscheinlich mal über meine Theorie größtenteils sprechen. Oder über meine Ansicht, was der Sinn des Lebens sein könnte. Und meiner Meinung nach ist es im Prinzip einfach... ich spreche ja immer wieder gerne über Divoisia. Und da haben wir Götter... Wie auch schon erwähnt in der letzten Folge, da haben wir über Religion gesprochen, von daher war das vielleicht gar nicht schlecht, dass wir darüber mal gesprochen haben. Und diese Götter suchen auch, also die sind, schweben halt im Nichts, sind nichts weiter als Energie und überlegen halt auch, wozu bin ich da, wozu existiere ich? Und sie finden dann den Sinn des Lebens für sich, etwas zu erschaffen. Das ist so ihre Erfüllung und das merken sie dann auch in dem Sinne, in dem sie dann, wenn sie etwas erschaffen haben, so gut wie vergehen und nur noch Zuschauer ihres Werkes sind, das sie kreiert haben auf der Welt. Und sie merken einfach dadurch, dass sie erfüllt sind, dass sie ihre Bestimmung gefunden haben, ihren Sinn im Leben. Und ihr Sinn im Leben ist nun mal das Erschaffen. Und meiner Meinung nach könnte man das vielleicht auch auf uns übertragen.
Und da steckt etwas mehr Tiefgründigkeit hinter, als man vielleicht von einem Werk eines so dusseligen Menschen, wie es mir, wie ich es bin, erwarten würde. Ich glaube... Oh Gott, du lebst ja noch. Du lebst ja noch. Ich habe dich gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, dass eben auch Menschen oder dass der Lebenssinn von Menschen sein könnte, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren, das die Zeit überdauert. Und jetzt muss man natürlich noch ein bisschen differenzieren, was denn erschaffen bedeutet. Erschaffen würde jetzt im Wesentlichen natürlich bedeuten, eine Erfindung erschaffen, ein Buch schreiben, ein YouTube-Video kreieren, das Menschen unterhalten hat, zum Beispiel. Das wären alles so irgendwie Werke, Erschaffungen im Leben. Ne? Aber dazu zählen, glaube ich, auch Erfolge erschaffen oder Glück erschaffen. Wenn man andere Leute zum Lachen bringt, wenn man sich selbst zum Lachen bringen kann, selbst glücklich ist mit der Welt, dann, wenn man ein erfülltes Leben hatte, dann ist das, glaube ich, schon nicht gerade schlecht, sondern eventuell der Sinn des Lebens. Wenn man eben sehr, sehr glücklich und so weiter ist. Zumindest kann ich mir das eben durchaus sehr, sehr gut vorstellen. So, dann machen wir die nächsten Bücherregale und haben schon 9 an der Zahl. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Platz fürs Höllenportal haben wir immer noch nicht gefunden, ne? Und da hinten haben wir schon wieder so einen Sweden-Coyoten. War der jetzt aggressiv oder nicht? Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber passt schon. Warte mal, haben wir jetzt schon... Sind wir jetzt schon... Ne, Level 22 sind wir gerade erstmal. Da muss, glaube ich, in die Ecken auch noch was rein. Aber da fehlt nicht mehr viel. Leder sollten wir auf jeden Fall genug haben. Hey, bist du aggressiv eigentlich? Hey, Boop. Bist du aggressive? Du hast auf jeden Fall rote Augen. Sieht nicht so aus. Könnte aber sein, dass das die Werwölfe sind, oder? Ja, Wehwolf steht da auch. Ist es dann ein Werwolf? Und du bist gerade in deiner vollkommenen Wolfsform und kannst dich aber auch noch aufrichten. Du bist gruselig. Geh weg. Könnte sein. Ja, auf jeden Fall könnte das, oder sehe ich das so ein bisschen als Sinn des Lebens, irgendwie ein glückliches Leben zu haben und im Optimalfall etwas zu erschaffen, woran man sich selbst oder woran sich andere Menschen erfreuen können. Also, so könnte man einen Sinn des Lebens vielleicht betrachten. Das ist schwierig in wenige Worte auszudrücken. Da gehört meiner Meinung nach auch noch sehr, sehr viel dazu, beziehungsweise kommen mir auch manchmal einfach die Gedanken, die anderen Gedanken, wenn ich irgendwas lese oder über irgendwas Gedanken mache, dass ich mir so denke, okay, ist auch eine interessante Ansicht, könnte auch der Sinn des Lebens sein. Weil es eben super, super viele Theorien dazu gibt. Und ja, es ist aber auch interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Das muss man ja dazu auch noch sagen. Dass es sehr, sehr interessant ist. Und wenn ihr so auch eine Vorstellung vielleicht habt, was der Sinn des Lebens ist, was man im Leben erreichen sollte, was man versuchen sollte, aus seinem Leben zu machen, dann schreibt es doch gerne mal rein. Auf jeden Fall bin ich nicht der Ansicht, aber das kann halt auch wieder jeder für sich machen, irgendwie so, ich habe keine Lust, mein Leben lang einen langweiligen Job oder sowas zu machen. Wahrscheinlich wird man größtenteils nicht drum rumkommen, aber wenn man nicht versucht, etwas anderes zu machen, dann ist das vielleicht auch gar nicht... Ja, dann hat man es auch nicht probiert und dann kann man sich auch nicht drüber beschweren. Jetzt bist du plötzlich aggressiv oder was? Was ist denn los mit dir, Alter? Was habe ich hier bekommen? Fuhr. Ich glaube, das kann man auch irgendwie zu Leder machen, ne? Ja, also wenn man nicht probiert, etwas aus seinem Leben zu machen, etwas anderes als... Ich bezeichne es immer ganz gerne als 0815-Leben, also... nach der Schule, Ausbildung, Studium, dann sein restliches Leben lang ein und dieselbe Arbeit, Familie, Kinder, Ende. Das ist so dieses typische, zumindest das typische deutsche Leben. Und ich glaube, das will ich so nicht für mich, zumindest nicht so halt morgens um 8 aufstehen, dann 8 Stunden arbeiten gehen, nach Hause kommen, Ende, nächster Tag läuft genauso ab. Ich glaube, dass ich das nicht will und demzufolge auch dafür arbeite, dass es anders wird. Zumindest auf Dauer. Aber wie gesagt, andere fühlen sich dann eben eventuell etwas sicherer, wenn sie eben ein geregeltes Leben haben,
was ich eben auch durchaus nachvollziehen kann. Aber in meiner Ansicht sollte mein Leben mir halt auch irgendwo Spaß machen und ich bezweifle, dass es mir Spaß macht, wenn ich jahrzehntelang irgendeinen Job ausübe, den ich nicht mag. Oder so. Wenn ich natürlich meinen Traumjob finde, dann okay, aber im Moment kann ich es mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Was will ich denn jetzt machen? Ich will eigentlich jetzt hier nebenbei so ein bisschen zumindest die Mauer weitermachen. Irgendwas müssen wir mal machen. Wir rennen jetzt hier seit 2 Folgen gefühlt einfach nur rum und labern und labern und labern, was ja auch ganz interessant sein mag. Aber es passiert halt gameplay-technisch so absolut gar nichts. Beziehungsweise könnten wir auch ein bisschen terraformen noch. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, die wir in Betracht ziehen könnten. Was wir vielleicht jetzt auch erstmal machen. Einfach damit wir ein bisschen abwarten können, bis da noch mehr Zuckerrohr gewachsen ist, damit wir dann auf Level 30 heute noch verzaubern können. Das wäre ganz schön. Und vielleicht gehen wir dann beim nächsten Mal in den Nether oder so und machen dann mal eine kleine Themenpause, weil im Nether über Themen zu sprechen, ich glaube, das wird nicht so leicht funktionieren. Aber das wäre zumindest eine Möglichkeit. Ja. Sinn des Lebens, Sinn des Lebens. Schreibt gerne eure Ansichten rein, sofern ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt. Aber ich glaube, der Sinn des Lebens ist so ein Thema, über das man sich nicht allzu selten Gedanken macht. Beziehungsweise, da wird wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie dran gedacht haben. Was könnte der Sinn des Lebens sein oder so? Kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass dem so ist. Haben wir noch Holz? Ja, wir haben genug Holz dabei. Steine haben wir auch dabei. Gut, dann machen wir uns mal wieder einige Steinschaufeln noch. So, 5 Stück sollten bestimmt reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und dann buddeln wir hier noch ein bisschen weiter weg. Hätten wir eigentlich auch die ganze Zeit machen können, ne? Na gut. Wären wir zumindest produktiver gewesen, als wir es jetzt waren. Aber meine Güte, wir haben über sehr, sehr wichtige Themen gesprochen, die euer aller Leben bereichert haben. Definitiv. So. Sinn des Lebens. Ich weiß nicht, kann man dazu noch mehr sagen? Also meine Ansicht habe ich ja wie bereits mitgeteilt. Es könnte eine sehr naive Ansicht sein, durchaus. Bin ich mir bewusst. Aber wie gesagt, wenn man es nicht versucht, dann hat man, glaube ich, auch kein Recht, sich darüber zu beschweren. Hat man kein Recht, sich darüber zu beschweren, dass man so ein langweiliges Leben führt. Glaube ich. I think so. Wenn man es probiert hat und gescheitert ist, dann kann man sich aber auch in der Rückwirkung nichts vorwerfen. Dass man irgendwie sagt, ach, hätte ich es damals nur versucht, das und das umzusetzen. Wenn man es wenigstens versucht hat und dann gescheitert ist, dann hat man es probiert. Dann kann man nicht irgendwann auf dem Totenbett liegen und sagen, ach, damals hätte ich nur das und das probiert. Hätte ich es gewagt, wer weiß, was alles passiert wäre. Vielleicht hätte mein Leben, wäre mein Leben komplett anders verlaufen. Wer weiß. Wenn man seine Chancen nicht nutzt, nicht ergreift, ne, dann weiß man auch nicht, was daraus erwachsen hätte werden können. Erwachsen werden hätte werden können, tun. Ja, und deswegen bin ich halt eigentlich schon immer der Ansicht, vielleicht auch, muss ich zugeben, auch aus dem Grund, weil ich mich der normalen Gesellschaft vielleicht gar nicht gewachsen fühle oder mich nicht so wirklich integrieren kann, dass ich eher so versuche, mein eigenes Ding irgendwie zu versuchen. Kann sein, dass das auch eine Rolle spielt. Dennoch bin ich der Meinung, man sollte es versuchen, sofern man die Möglichkeiten dazu hat. Und ich finde, dass wir in Deutschland, beziehungsweise sind das jetzt nicht unbedingt meine Worte, sondern die Worte eines Kumpels, der eben auch beim Devoisia-Projekt mitmacht. Da haben wir uns so ein bisschen entschlossen, ein bisschen mehr Vollgas zu geben und vielleicht auch unsere Zukunft so ein bisschen in Richtung Devoisia zu lenken. Und entweder klappt es oder es klappt nicht, aber es wäre schade, wenn wir am Ende ein Projekt haben, auf das wir zurückblicken und sagen, oh Mann, wir hatten so viel Potenzial, aber wir haben es einfach nicht ausgeschöpft, gar nicht erst versucht. Auf jeden Fall hat dieser Kumpel gesagt, in Deutschland kann man das eigentlich alles versuchen, kann man Risiko gehen, weil so viel kann uns hier sowieso nicht passieren, weil man relativ abgesichert ist, weil wenn man scheitert, es tausende andere Möglichkeiten gibt, die man in anderen Ländern eben nicht hat, wo man wirklich darum kämpfen muss, zu überleben. Das haben wir in Deutschland ja nicht.
selbst wenn man auf der Straße lebt, hat man, glaube ich, noch deutlich, deutlich bessere Chancen als eben in anderen Ländern. Weil es bei uns zumindest Pfandflaschen und Pfandflaschenautomaten oder sowas gibt. Aber man würde wahrscheinlich nicht mal auf der Straße landen, wenn man halbwegs Verstand hat. Also keine Ahnung, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie man generell auf der Straße landen kann. Wahrscheinlich, wenn man sich stark verschuldet oder sowas, ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Also man hat doch dann trotzdem irgendwie Freunde oder Familie, die für einen da ist und die einen dann unterstützt, bei sich aufnimmt und keine Ahnung. Also, kann ich mir schwer vorstellen. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass wenn man ein bisschen Risiko geht, oder auch hohes Risiko geht in Deutschland, dass man da großartig scheitern kann. Also scheitern schon, aber nicht, dass man dann irgendwie danach kein lebenswertes Leben mehr hätte, sondern dann muss man sich halt, dann fliegt man volle Sau auf die Fresse, das kann sehr gut passieren, aber dann muss man sich eben wieder aufrappeln und ja, neu Gas geben und dann eben einen anderen Weg einschlagen. Aber probieren, das ist der Vorteil von Deutschland. Da haben wir eigentlich eine ganz gute Basis. Beziehungsweise Schweiz, Österreich wird es nicht anders sein, denke ich. Da wird es ja auch ein recht komfortables Leben, denke ich, geben mit einigen Absicherungen. Vermute ich jetzt einfach mal, stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ja, deswegen, keine Ahnung. Es kann halt nicht so viel passieren und dann kann man auch mal mehr Risiko eingehen. Wenn man denn ein risikofreudiger Mensch ist und wenn man etwas anderes machen will als 0815. 0815 klingt natürlich auch hart negativ. Ich kann halt super gut auch nachvollziehen, dass man einen geregelten Alltag haben möchte, ein geregeltes Leben, ein sicheres Leben, ein abgesichertes Leben. Aber ja, das muss jeder für sich selbst wissen. Da muss jeder auch für sich selbst eben seine Ziele im Leben deklarieren. Das sind eben auch vielleicht nochmal, ist vielleicht auch nochmal ein Sinn seines Lebens, sich irgendwelche Lebensziele rauszusuchen. Und diese zu erreichen, koste es, was es wolle, das ist dann eben wahrscheinlich die Challenge am Leben, die Herausforderung, der Sinn des Lebens. Dass man eben sagt, hey, ich möchte später unbedingt mal eine Weltreise machen. Dann hat man ein gewisses Ziel, auf das man hinarbeitet. Und wenn das kein Sinn im Leben ist, dann weiß ich auch nicht. Oder von mir aus kann man eben auch das Ziel haben, ich möchte später einen geregelten Job haben, einen geregelten Alltag, eine Familie, die ich versorgen kann und die sich keine Sorgen machen muss. Um finanzielle Aspekte. Das kann ganz genauso ein Ziel im Leben sein und daher auch Sinn des Lebens. Da muss man halt eben für sich seinen Weg finden. Und ich muss sagen, dass viele Leute in meinem Alter das sicherlich auch schon geschafft haben, ihren Weg zu finden, ihren Weg zu gehen. Aber ich glaube, es wird auch noch viele Leute in meinem Alter geben, die sich dessen nicht so bewusst sind. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt schon sein sollte. Man ist ja noch recht jung. Wenn man natürlich ein ganz, ganz klares Ziel vor Augen hat und damit jetzt schon beginnen kann, mit 22, 21, ich weiß gar nicht, wie alt ich bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich wieder nicht. Ist egal. Auf jeden Fall so in dem Dreh. dann ist es natürlich umso schöner, wenn man sich darauf fixieren kann. Und eventuell erreicht man dann irgendwie mit 30, 35 sein Lebensziel. Und kann sich neue Ziele im Leben stecken. Vielleicht ist man dann aber auch schon so zufrieden und sagt sich, ja, ich habe alles erreicht, was ich haben wollte. Jetzt kann ich glücklich vor mich hin vegetieren. Ist auch eine Möglichkeit. Ich kann es auch niemandem verübeln, wenn er sagt, wozu will ich im Leben arbeiten gehen? Oder wozu will ich in die Schule gehen, wenn ich halt einfach nur Spaß haben will oder sowas? Kann ich auch nachvollziehen, aber an gewisse Regeln in der Gesellschaft muss man sich wahrscheinlich schon halten und Schulbildung ist schon sehr, sehr wichtig, um überhaupt erstmal sich Möglichkeiten fürs Leben erarbeiten zu können, denke ich. Und Arbeit ist natürlich auch so eine moralische Sache, dass man sich ja nicht nur auf der Arbeit seiner Mitmenschen ausruhen möchte in der Regel, sondern man möchte mal eigentlich auch was Eigenes dazu beitragen.
Und ob das jetzt wichtige Sachen sind, wie zum Beispiel Arzt sein oder semi-wichtige Sachen wie im Supermarkt die Leute bedienen oder komplett unwichtige Sachen, die den meisten Menschen überhaupt nicht helfen oder weiterbringen, im Sinne von, keine Ahnung, ein Buch schreiben oder sowas, was vielleicht drei Leute am Ende lesen, dann ist es halt so. Aber man macht irgendwie auf irgendeine Art und Weise was für die Gesellschaft und gibt der Gesellschaft etwas zurück. Zumindest gibt man der Gesellschaft die Chance, etwas zurückzunehmen von dem, was man genommen hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreibe, dann existiert eben die Möglichkeit, dass sich Leute dieses Buch holen und dass sie dann eben dadurch unterhalten werden. Und wenn man zwei, drei Leute in seinem Leben unterhalten kann, dann ist das doch auf jeden Fall schon mal vielleicht sogar mehr, als der Großteil der Menschen es tatsächlich schafft. Also viele sind ja auch griesgrämig und schlecht gelaunt und so weiter und verbreiten mehr schlechte Laune. Und ich finde, dass es auch wichtig ist oder fast schon mehr bringt, Leute zu unterhalten irgendwie, Leute zu ermuntern, Leute zum Lachen, zum Lächeln zu bringen, dass das einen viel höheren Stellenwert hat, als beispielsweise, ja, sie einfach nur mies gelaunt zu bedienen oder sowas. Ich weiß es nicht, falls ihr versteht, was ich meine. Man kann das natürlich auch kompensieren. Und zum Beispiel, wenn man... Also man fühlt sich ja, wenn man irgendwo was bestellt, zum Beispiel an so einer Eisdiele oder so, und die Frau, die dann so grimmig so, ja, mach 3,50. Dann gibst du 3,50, yo, hier dein Eis, und haut's dir fast in die Hand. Dann bist du ja schon so eher so, Alter, die war jetzt schon echt ein bisschen sehr unfreundlich und bist nicht so gut eingestellt danach. Aber wenn da jemand ist, der dich bedient und gleichzeitig auch noch super nett zu dir ist, dir ein Lächeln schenkt oder sowas, dann bist du, keine Ahnung, dann werden da im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, oder? Man erfreut die Menschen daran, dass man selbst vielleicht mal lächelt oder sowas, statt mies gelaunter zwangsmäßig seine Arbeit zu verrichten. Und gleichzeitig verrichtet man eben auch eine Arbeit, die getan werden muss. Das Bedienen, Müll einsammeln, was auch immer. Gibt es ja verschiedenste Sachen, die einfach notwendig sind. Und, ja, keine Ahnung, aber ich denke, ihr versteht schon, dass Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern genauso wichtig ist wie jede andere Arbeit im Prinzip. Wobei man das wahrscheinlich weniger als Arbeit sehen kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel YouTube-Videos mache, dann ist für mich eben auch Hauptmotivation. Natürlich habe ich zum einen Spaß daran und zaubere mir selbst zum Beispiel ein Lächeln darauf. Denke, wenn jetzt irgendwas Geiles war, irgendeine geile Szene bei Mine Faction zum Beispiel, wo ich mir so dachte, Alter, der Kampf war übelst heftig, übelst geil und ich erfreue mich selbst daran, super, dann ist es eigentlich schon Ziel genug. Aber wenn man dann auch noch andere daran Spaß haben lassen kann, wenn man gute Laune verbreiten kann, wenn man irgendwie die Leute aus ihrem vielleicht gerade nicht optimal laufenden Alltag reißen kann, dann sind das auf jeden Fall lohnenswerte Dinge, in meiner Ansicht, in meinem Glauben. Und das kann halt auch schon Sinn des Lebens genug sein, eigentlich. Jo. Also das dazu. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen, wie da so meine Gedankenwelt aussieht. Und deswegen, vielleicht könnt ihr ja einfach mal, wenn ihr das nächste Mal im Supermarkt was kauft oder so, einfach mal die Kassiererin ein bisschen sexy anlächeln. Also nicht so, dass sie Angst bekommt, aber schon nett und freundlich. Oder sowas in die Richtung. Dass man einfach ein bisschen mehr gute Laune verbreitet, nicht die ganze Zeit am Meckern ist, sondern auch mal das Leben ein bisschen genießt und Spaß dran hat. Sofern man es haben kann. Weil manchmal gibt es natürlich auch Tage, wo das nicht geht. Und dann sollte man eben die Tage, wo man theoretisch Spaß am Leben haben könnte, die wahrscheinlich auch ausnutzen und das Leben einfach genießen. Es bringt uns allen nichts, wenn wir nur am Meckern sind, sondern wir müssen eben auch mal diese wunderschönen Momente im Leben akzeptieren und respektieren und eben auch ausnutzen. Ne?
Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ist jetzt nicht das leichteste Thema wahrscheinlich mal wieder gewesen. Aber so ein bisschen philosophisch kann man sich da ja Gedanken drüber machen. Gut, und dann dürften wir jetzt eigentlich auch soweit sein, dass wir verzaubern können, oder? Auf Level 30. Und das können wir. Und das tun wir jetzt auch. Und mal gucken, was frei rauskommt. Bestimmt irgendein Kack. Effizienz 4, Haltbarkeit 3. Das ist in Ordnung. Ist zwar kein Glück oder sowas, aber wollte ich auch gar nicht unbedingt haben, weil ich meine, wofür brauchen wir schon Diamanten, Redstone, Lapis? Ist nicht so so mega wichtig gewesen. Aber wir haben jetzt eine Spitzhacke, die schnell abbaut und die eben auch lange hält. Das zum Beispiel ist schon wieder etwas, was mich sehr erfreut. Und vielleicht war diese kleine Sache hier, so einen simplen Verzauberungstisch zu bauen, schon wieder eine Bereicherung des Lebens. Und sind nicht die Bereicherungen des Lebens der Sinn des Lebens? Mit diesen Worten entlasse ich euch aus dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann wahrscheinlich in den Nether stolzieren werden. Denke ich mal, kann ich mir zumindest einigermaßen vorstellen. Und ja, von daher, wir sehen uns. Bis dahin und tschüss.